Yo, YouTube-Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge PC-Building-Simulator hier auf diesem wunderschönen Kanal. Und wir machen einfach weiter im Tagesgeschehen. Das letzte Mal haben wir schon erfolgreich wieder ein bisschen Money verbraten, haben schon wieder Aufträge angenommen und sind dabei, hier noch ein Teil, beziehungsweise auf Teile zu warten, für eine Dual-Grafikkarte. Wir haben langsam ein bisschen Geld zusammen. Ich weiß, es kommt langsam hier in so ein... Leider in so einen leichten Flow rein für Monotonie. Aber ey, wir haben ja auch erst 2 Monate rum. Wir haben erst 2 Monate rum. Leider kommt hier so ein bisschen Monotonie rein. Gar keine Frage. Aber trotzdem halte ich an dem Spiel fest. Ich möchte halt sehen, wie es... Ja, weitergeht, endet. Ganz einfach. Ja, schauen wir mal. Wir haben hier 2 Grafikkarten geholt. Ich weiß gar nicht, was wir geholt hatten. Irgendwas mit richtig Power, ne? Ne, Aufrüstung. 4 GB. Die beiden hier, glaube ich. Die beiden hatten wir geholt. Für einen... Und mal gucken, ob das als Aufrüstung zählt. Ist das eine gleiche oder eine unterschiedliche jetzt? Wie kann ich jetzt hier... Die funktionieren doch eigentlich über Crossfire. Wie funktioniert das mit dem Crossfire? Wir schließen die einfach mal an. Aha. Aha. Okay, 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 okay. Wird automatisch gemacht. Orangefarbene Kunststoffkabel. Das wollten wir auch gleich erledigen. Orange. So, dazu brauchen wir die nochmal ab. Und orange Kabel ran. Da wird also ein Kabel genutzt. Beim SRI ist, ich kenn's nur vom SRI, ist es ja dieses, der Zwischenadapter sozusagen. Aber so sieht es doch ganz schön aus. Soweit, so gut. Wir starten den Bummes mal. Schön. Warte mal, hier haben wir noch ein weißes Kabel. Das geht nicht. Ups. Ups. Vielleicht hätte ich den Strom vorher ziehen sollen. Ups. Passiert, 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 passiert. Was ist das hier hinten? Achso, ist auch Platine. Können wir auch noch machen. So. Zu. Zu. Anschluss. Jetzt gucken wir nochmal, ob alles läuft. Der hat seine orangenen Kabel. Wir sind über dem Budget wahrscheinlich. Oh, wir haben sogar noch übrig. Easy. Wo kommt seine Platte ran? Oben? Oben. Der Rest. So, starten wir den Bums. Dann können wir das abkassieren. Läuft. Bums aus. Abliefern. Schön. Schönes Ding. 5 Sterne. Langsam kommt das Money hier. Hier wollen wir nochmal upgraden. Empfohlene Spezifikationen.
Da hatten wir, glaube ich, schon mal geguckt bei Will It Run für Feudel. Feudel Fantasy empfohlen. Da hatten wir schon die beiden hier. RX570700. Dann fangen wir mit der Grafikkarte an. Haben wir wieder Teile für einen PC dann sozusagen. RX570. Ah. Nochmal. So, die steckt. Und ich glaube, wir müssen auch den gegen den 1700er austauschen. Den hier. So, Wärmeleitpaste. Tja, welcher war da jetzt drauf? Dass das nicht angezeigt wird. Nicht mal als Gebrauchter. Nisa Incoming und Outcoming. Keine Ahnung, ich glaube irgendwas Weißes war drauf. Sieht danach aus. So, Lüfter anschließen. Und rote Kabel hatten wir hier. So. Dann gucken wir mal. Ach, Quatsch. Inwiefern hier noch was fehlt. Währenddessen schnappen wir uns schon mal den nächsten Rechner. Diagnose stellen. Okay. Dann. Was ist das denn? Was ist das für ein Kasten? What the heck, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Okay, er startet schon mal. Immerhin. Will It Run läuft da. Oh lol, da läuft auch 3D-Mark schon drauf. Oh. Clock Watchdog Timeout. Okay. Schauen wir gleich. Will It Run, Feudal Fantasy. Ah, Arbeitsspeicher, das war das. Da hatten wir die Dominator drin. Genau. Und wir haben hier 2x4 und ich glaube, wir hatten 2x8 besorgt. Zweimal 8 mit 3200. So. Fertig ist der Teil. Der Teil. Der Teil. So, PC soll laden. So, was hatte der geschrieben, was sein Problem war? Das ist er. Sehr gut. Der hat geschrieben, und da gibt es eine Reihe von Problemen. Ich habe das Ding zwar mit einem genialen Prozessorkühler bestellt, aber dennoch scheint es zu Überhitzung zu kommen. Das hat er bei uns bestellt? Was ist das? Das ist alles falsch rum. Der erste simple Test. Wärmeleitpaste. Das ist der Test der Tests. Weil wenn er es bei uns bestellt hat, dann kann es schon sein, dass die Wärmeleitpaste fehlt. Wer weiß. Also, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Kann ich nicht so sagen. Ja, das läuft doch. Fehler gefunden, repariert. Nächster. Hauptplatine ersetzen. Haben wir bestimmt schon bestellt.
Oh, ey, wir haben fast 5000 Money und sind Level 10 fast. Eieiei, jetzt. Jetzt reißen wir aber ab hier. Okay, also die 8 GB Dominator sind seine. Die 570 ist seine. Ich hoffe, ich weiß manchmal nicht, ob das bezettelt wird oder nicht. Er hat hier einen Quad Lumi, das kann ich mir merken. Und einen i5. So, da ist der Kabel, komm weg. Rot hatte er drauf. Was ist noch angeschlossen? Das. Damit können wir die Hauptplatine noch nicht wechseln, denn es ist ein M-Tech. So. Kein Problem, können wir wechseln. Jetzt ist die Frage, was kaufe ich mir als nächstes? Dieses eBay? Oder Schnellschraubwerkzeuge, um das hier ein bisschen zu beschleunigen. Wäre auch eine feine Sache. Oder was erwartet uns auf Level 10? Ich könnte mir vorstellen, dass uns auf Level 10 auch wieder erwartet, dass wir einen Teil vom Shop kaufen können. Denke ich. Kabel rot. So, alles wieder anschließen. Barracuda! So, plupp. Der dürfte wieder laufen. Moment. Die Abdeckung noch anmachen. Die vergesse ich ja doch ganz gerne mal. Und dann die Seitenwand. Den PC haben wir, glaube ich, tatsächlich auch gebaut. Das sieht ganz stark nach meiner Arbeit aus. Wunderbar. Der ist fertig. Der ist fertig. Können wir wieder Kohle reinholen. 5 Sterne. 5 Sterne. Und hier Diagnose stellen. Ist der letzte hier. Diagnose schmutzig. Sehr schmutzig. Eine bessere Reinigungssprühflasche wäre auch enorm gut. So ein bisschen mehr Hochdruck. Aber wir sind übrigens Level 10 schon. Haben über 4000 Dollar. Also langsam aber sicher fruchtet das Geschäft. Ach, das war der Rechner. Den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Was passiert denn überhaupt mit dem Rechner? Er geht schon mal an. CPU nicht gefunden. CPU kaputt. CPU kaputt. Was hat er noch geschrieben? Ist ihm was reingelaufen? Die Lüftungsschlitze. Keine CPU gefunden.
Haben wir mal eine Austausch-CPU? Was ist denn das? Ein 1600X. Also wir bestellen schon mal ein. 1600X. Ich weiß gar nicht, ob wir was zum Austauschen haben. Aber wir können ja gucken, ob der defekt ist. Das sagt uns das Spiel, ja? Ja. Wir haben einen neuen hier, aber nur einen 1600er. Wir können den... Aber der ist kaputt. Ganz einfach. Easy. Ganz easy Diagnostik. Wir gucken mal die nächsten Reparaturen an. Hauptplatine ersetzen, Luftkühler ersetzen. Bis morgen abschließen. Hauptplatine, hat der einen Gaming 3? Wird das so geschrieben? Nein. Nur 3. Gaming 3. Wo ist das Board? Da. Das brauchen wir. Und was wollte er noch? Luftkühler. Freezer 34 E-Sports. Brandneue Luftkühler ersetzen. Gibt es da überhaupt was? Also von Gigabyte, glaube ich, gibt es gar keine Luftkühler. Aber ich glaube, das war... Der 34er E-Sports ist, glaube ich, ganz vorne hier gewesen, ne? Nee. Kriegt er wieder den hier. Das nehmen wir an. Das ist easy. PSU und RAM ersetzen. PSU ist FSP Hydro P 650. FSP... Ich glaube 650 Red war das jetzt hier. Das Rote. Und RAM. 2800er G-Skill. 8 GB. G.Skill. 2800 Black. 8 GB. Ich muss immer auf Nummer sicher gehen. Ja. Einmal, ne? Perfekt. Annehmen, Upgrade. Okay, der will schon mal auf 16 GB. Corsair wäre ganz toll, sagt er. Naja. Was hat er hier in den MTech Plus? Ich glaube, ein MTech Plus kann locker 3600er sogar. 700 Budget. Er will Corsair. Mindestens 3. Und 16 Gig. 8. So, das sind dann schon mal eine ganze Menge. Was hat er denn noch drin? Der Prozessor ist gut. Die Grafikkarte ist, glaube ich, hier der ausschlaggebende Punkt. Was kann denn die 1060? Okay, dann gucken wir mal von der Grafikkarte her. Ich glaube, er kriegt eine Radeon. Weil die 89 Ti ist zwar geil, aber... Ich glaube, preis-leistungsmäßig ist man hier besser bedient bei. Ich glaube, da sind wir auch immer noch in seinem... Gut gemacht. Du bist gut im normalen Karrieremodus. Okay. Cool. Ah, jetzt können wir hier 10% vom Geschäft wieder kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich überlege, ob ich langsam anfange, auch so bestimmte Dinge auf Lager zu holen, wenn ihr wisst, wie ich meine.
dass man immer was da hat. Oh, das schnelle Werkzeug würde mich so reizen, ne? Das kaufe ich jetzt. Das kaufe ich jetzt. Das gönne ich jetzt. Und dann gehen wir in den nächsten Tag rein. So, zur Arbeit. Hier sind unsere tollen Teile. Genau, der war schon ein bisschen auseinandergepflückt. Da war hier so ein kaputter 1600 da drin. Hoffen wir mal, dass... Boah, guckt euch das an. Klick, 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 Schrauben weg. Ist das gut? Oh, was hat er denn hier? Irgendwelche weißen Kabel drin? Achso, ich muss ja gar nichts abrupfen. Wunderbar, reicht das als Diagnose? Danke, schön. So, dann kommen seine PC-Teile noch ran. Der Staubfilter, Frontblende. Klick, 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 klick. Oh, ist das traumhaft. Das wird so einiges beschleunigen. Ui. Ich krieg gerade eine Herausforderung abgeschlossen. So, dann machen wir hier noch den Rest. Jetzt, wo wir einfach nur noch klicken müssen. Luftkühler ersetzen. Jetzt kommen wir in so ein... Ach, wir müssen auch die ganze Hauptplatine ersetzen, fällt mir gerade auf. Jetzt noch die Kabel, glaube ich. Die Kabel wären enorm gut. Aber die Schrauben sind schon mal ein Traum. 1700er ist drauf. Und den G-Skill 8 GB, irgend so ein potnässlicher. Das Einzige, was jetzt noch ist, sind diese Platzhalter, dass die das... Ach, die schrauben sich auch. Na wunderbar, das geht doch viel schneller schon. Ich meine, automatisch setzen ist auch nett. Aber so... I don't know, was er drauf hatte. Ah, hier. So, Prozessorkühler kaputt. Speicher. First Slot, Grafikkarte. PC-Teile. Und Kabel. Hat der irgendwas geschrieben? Schöne Kabel? Nein. Rot. Rot passt zu dem Gehäuse. Finde ich am ganz klar. Was anderes würde ich hier nicht einbauen. Obwohl. Weiß. Rot-weiß, rot-schwarz. Würde auch gehen. Gibt ja viele Möglichkeiten. So. Noch seine Teile hier wieder draufsetzen. PC aus. PC ab. PC kassieren. 5 Sterne. Fertig. Jetzt fluppt es hier. Jetzt läuft's richtig. PSU und RAM ersetzen. PSU bedeutet wieder eine Menge Kabel. Eine Menge Kabel. So, PSU Netzteil kaputt. Dann kommt gleich wieder die Halterung. Die Halterung. So, das war das. Und jetzt noch was? RAM ersetzen. Achso, da hatten wir den hier.
So, Kabel. Hat er was geschrieben? Kunststoff lila. Okay. Pflücken wir die restlichen Kabel noch raus, dann machen wir das ordentlich hier. So, Kunststoff lila. Lilla. Boah. Ach, warum? Warum? Passt sowas von gar nicht. Finde ich. Aber gut, wenn er das so möchte, dann kriegt er das so. So, der läuft auch wieder. Ja, jetzt habe ich einen Flow, glaube ich, langsam drauf. Und ich kassiere hier die 5 Sterne. Jetzt ist es so, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme von der Geschwindigkeit. Also ich würde gerne schneller eigentlich bauen, aber hier so eine Sachen wie absprühen und böböbö und tidede ist halt super nervig. Ich glaube, hier hatten wir schon eine Grafikkarte gleich mitbestellt, ne? Gut, dann fangen wir mit dem Arbeitsspeicher an. Genau, den hier. Und den hier. Das kommt ab. Das kommt ab. Und wir hatten hier irgendwas. Die hier, glaube ich. Die hatten wir schon mal bestellt, in der Hoffnung, dass wir hier gleich mit einem besseren Benchmark-Test wegkommen. Boah, also Kabel ist mir jetzt eigentlich völlig wumpe. Jetzt kriegt er hier Pink rein. Nee, Pink. Kann ich nicht durchgehen lassen. Dann bleibt es bei Weiß. Achso, ist sowieso Schnuppe-Weiß. So. Dann können wir schon mal den letzten holen. Da ist nur Diagnose stellen. Auch wieder so ein völlig verfilztes Ding, würde ich jetzt sagen. Kurz mal sauber machen hier. Überall mal draufhalten hier. Damit sollten wir den Kasten wieder staubfrei bekommen. So, hier drüben machen wir einen Neustart. So. Was passiert denn überhaupt? Mann, ich treffe aber auch die Kabel nicht. Das gibt's nicht. Wenn man zu nervös ist. Gar keinen Strom. Was hat er denn dazu geschrieben? Sagen wir mal so, Instant-Suppe und Computer vertragen sich nicht. Was denken Sie? Liegt es an der Hauptplatine? Bitte nicht. Gehen wir peu à peu vor. Als erstes gehen wir an unseren Schrank und alles Defekte verkaufen wir. Damit wir sehen, ob hier zum Beispiel seine Grafikkarte defekt ist. Nein, die ist es nicht. Der Luftkühler ist es nicht. Der Arbeitsspeicher auch nicht. Der Prozessor auch nicht. Ja, okay. Dann brauchen wir wohl eine neue Hauptplatine und das wäre Gaming 5 AX370.
AX 370. Kaputt. AX 370. In den Warenkorb. Haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Ja. Schön. So soll das. Das ging doch schon wieder fix. Strom aus, PC wieder abstellen. Und auch hier haben wir ein unvollständiges Gehäuse. Super. Mal wieder die Verriegelung. So. Das müssen wir erstmal noch. Ey, Feudal Fantasy, jetzt hört mir doch auf. Was? Kaputt. Annehmen. Ich bin dabei, einen neuen Block. Ich brauche einen Computer, damit ich Beiträge verfassen kann. Das auf dem Handheld zu erledigen, dauert viel zu lange. Auch wenn es ein BlackBerry ist. Ich gebe ja zu, ich bin ein bisschen retro. 500er Budget. Ui. Uiuiui. Also 500. 500 ist nix. Ist gar nix. Nehmen wir trotzdem an. 500 ist gar nix. Ich hoffe, wir haben einige Bauteile da. Wir brauchen auf jeden Fall das günstigste Gehäuse. Hier, das günstigste. $40. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch an gebrauchten Teilen da? Wir haben Neuteile da. Wir haben noch einen gebrauchten. Ne, wir haben hier sogar noch einen neuen Prozessorkühler. Der ist kaputt. Wir haben hier sogar noch einen benutzten Arbeitsspeicher, den können wir ihn einbauen. Ja, Grafikkarte haben wir auch noch eine benutzte, da eine neue Festplatte, das geht. Wir brauchen da nicht ausrasten. Ich kaufe trotzdem noch einen, mein Lieblingsnetzteil von der guten Power King Serie. Ich hole mal noch einen, eine ganz günstige Festplatte zum Bloggen. Die günstigste Grafikkarte, aber wir, nee, wir machen wirklich eine günstige, weil er braucht da eigentlich gar nicht viel drin. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Kaufen wir einfach. Wir brauchen noch eine Hauptplatine. Und dazu brauchen wir einen günstigen Prozessor. Aber ich würde ihm schon sowas gerne wie einen i3 einbauen. Ein i3 6300. Oh, zum Bloggen reicht das doch völlig aus. Ja, reicht sogar der aus. Das ist nochmal 5er günstiger. Mit einer Skylake-Technologie. Auf Skylake. Aber das wird langsam teuer. Und ein Prozessorkühler für also ein bisschen. Also ich halte nichts von diesen. Ich brauch schon sowas hier mindestens. Okay. Das wird's.
Machen Sie sich Gedanken wegen der Bezahlung. Der lohnt mein Team. Machen Sie aber einfach, das würde okay. Der will auch einen PC haben, ne? Boah, mit 4200, 1900er Budget. Dem können wir richtig was um die Ohren knallen. Fangen wir an mit dem teuersten Prozessor. Bauen wir jetzt mal auf dem Ryzen auf. 370. Ist ein AM4-Sockel. Eine schöne Wasserkühlung kriegt er dafür rein. Schöne Wasserkühlung. Schön auf dem AM4-Sockel. Oh, jetzt knallen wir. Da machen wir jetzt mal. Für 1900 knallen wir ein richtiges Teilchen hier drin. So, Speicher. Da gibt es für mich nur eine Marke, ihr wisst. Die guten Corsair. Die guten Corsair. Ach, was haben wir jetzt für eine. Aber ich glaube 16. Na, 32 GB müssen schon sein. 2x16er. Oder 3. Boah, das ist noch besser. Ist genauso teuer ungefähr. 1, 2, 3, 4. Eine schöne Grafikkarte, wobei ich hier sagen muss, das weiß ich nicht, ob sich das so lohnt. Wenn wir hier unten schon eine R9 kriegen, die sind einfach damals so viel besser gewesen, finde ich. Und dann kriegt er auf jeden Fall die hier. Festplatte. Kriegt er auf jeden Fall 1 TB. Netzteil. Brauchen wir ein schönes modulares. 750 ist gut. Von. Von. In Rot. Ne, so. So. Und ein schönes Gehäuse. Und jetzt. Oh, 500 Tacken. Leute, aber das sieht so bestimmt so krass aus. Ich weiß bloß nicht, ob wir dann den Rahmen nicht sprengen. Oh, 4x120er Lüfter, da passt alles rein. Aber wir kaufen einfach mal. Und hoffen, dass wir dann nicht den Preis übersteigen. So, wir haben alles zusammen. Kommt am nächsten Tag. Alles ausgegeben. Dementsprechend, wir sind fertig. Wenn es euch gefallen hat an dieser Stelle, lasst mir den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und empfehlt es euren Freunden. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich danke fürs Zuschauen. Tschö mit Ö.